So, Hallöchen mit Willkommen hier zum Livestream im Juni. Ja, langsam wird es Sommer, langsam werden die Monate immer sommeriger. Boah. Sommiger. Heißt ja gleich mal die Antwort verkackt. Ist doch schön. Ja. So, auf jeden Fall fahren wir heute Belgrad, wir fahren Allern-Lauensbach und nachher nochmal Mainz. Ja, genau. Also Mainz. Mainz. Ich bin eine Möwe. Wie die Pinguine aus Ice Age, gell? Das sind Möwen. Oh, das war ein Gag. Den versteht aber keiner. So, hallo Zukunft, wir begrüßen die Zukunft. Eigentlich kann ich in dem, wenn ich jetzt Plays aufnehme, grüße ich die Zukunft. Das ist nicht toll. Du hast ein neues Kanal-Hintergrundbild, boah. In der Tat, das war kein Inder. Was, der Inder war? Ja, genau. So, alle sind wieder da, das ist schön. Wir haben uns wieder versammelt hier heute und deswegen machen wir da ein bisschen Party und schauen mal, dass wir den Busch mal starten. Schauen wir mal, ob ich abwechslungsreich ist. Was? London ist ein Addon gekommen? Ja, tatsächlich. Cool. Das kennen wir alle. Das ist London. So, auf jeden Fall machen wir hier mal 7100. Können wir alles später drüber reden. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir loskommen hier. So, fahren wir nach Zelenivnak. Ich glaube, wir fahren nach Zelenivnak. Zelenivnak. Ja, genau. Wir stehen in Ledine. Genau, das war das. Oh, ich komme aus der... Der Eiszähne kommt aus der Vergangenheit. Cornerinstinct. So, aber fahren wir mal los. An der Schildkröte geht's gut. Die habe ich vorher noch gesehen. An die Schildkröte. Nee, der Ali ist heute nicht dabei. In welcher Einheit messen Hunde ihre Temperatur in Belgrad? Belgrad. Was? Das habt ihr voll von Jatak geklaut. Ja, das stimmt. Könnt ihr Jatak in Skype einladen? Wir wissen nicht, ob der Julian Zeit hat und er heißt nicht Jatak, sondern Jade. Das ist Jatak. JPEG. Jatak. JPEG. Punkt Jatak-Format. So, oh, das ist rot. Das heißt, ich kann wunderbar abbiegen. Nein, das war nicht Josh, der das gemacht hat. Der hat es geschenkt bekommen, das Kanalbanner. Leute, das steht sogar im Kanalbanner drin, wer das gemacht hat. So. Erster Start. Oh. Hallo, Omi. Belgrad ist die Hauptstadt von Serbien. In der Tat. So. Schönen guten Tag, steigt alle mal ein. Ja, da ist ein Mann. Das hier ist ein Mann. Da ist ein Mann. Das ist Manni. Manni. Ich habe ihn immer noch nicht umgezogen. Scheiße. Dann zieh dich halt jetzt kurz um. Jetzt habe ich ein Bitch-T-Shirt an. Jetzt ist er meine Bitch. Das ist hat aber, schaut mal, es hat einen Sinn wegen Abi. Das ist unser Abi-Shirt. Ich wollte mir noch was anziehen, was irgendwie schöner aussieht, aber jetzt habe ich doch ein Bitch-T-Shirt an. Ist egal. Jetzt habe ich den ganzen Tag als Gammel-T-Shirt an. Ja, Andi und Julian, keine Ahnung, weil sie irgendwie nie Zeit haben, wenn wir Zeit haben oder so. Es hat keiner Zeit. Also, Zeit hat eh niemand. Generell, also Zeit hat keiner. Das ist normal. So, wo müssen wir hin? Ah, der Chat buggt wiederum. Das ist schön. Was der Chat backt, gibt es dann einen Kuchen? Ja, erst werden sie gebacken und dann gibt es Kuchen. Kuchen. Ich hoffe mal, dass sie es wieder fängt. Ja, ich wollte das A verdecken. Welches A? Dein A. Nee, ich wollte... Also dieses A, das da. Ach so, ich wollte das verdecken. Ja gut, das ist lustig. Wer hat den Chat kaputt gemacht? Wer hat den Chat wieder kaputt gemacht? Nee, wer hat den Chat... Das ist egal, es passt nicht. So. Welches das von vorhin? Ja, hab ich. Ja, genau, du warst ja dabei. Ja, ich hab dabei. Weil ich war ja vor zwei Stunden oder sowas, habe ich ja schon mal geguckt, ob der Chat irgendwie funktioniert. Und da haben wir schon... Ich bin nämlich immer voll vorbereitet, müsst ihr wissen. Hey, so scheiße fahre ich gar nicht. Ich habe gerade vergessen, dass ich hier lang muss. Das ist immer, wenn ich eigentlich reden will, obwohl du gerade redest, und dann versuche da lang zu fahren, dann vergesse ich immer, wo ich lang fahren muss. Ja, ich werd eng. Aber es passt. Hallo, Bulli. Hörst, was hat Michael Bulli Herbig damit zu tun? Das weiß ich auch nicht. So. Nächste Haltestelle. Genau, dann fahren wir die Tankstelle hier und dann fahren wir heute hoffentlich mal wieder seriös. So, ich hab den... du seriös fährst. Boah, wer, da hat jemand den Chat kaputt gemacht. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ich fühle mich sabotiert. So, eine Runde mit der... Warum kriegst du Mitleid? Weil der gesagt hat, man muss Kollisionen bei mir ausschalten. Nö. Außerdem, selbst wenn ich scheiße fahre, ich glaube, ich fahre auch Schiff. Manchmal scheiße. Das mache ich aber auch. Aber dann stelle ich keine Kollisionen aus, weil wenn ich schon scheiße fahre, Was macht das gelbe Licht da unten? Klar, es leuchtet gelb, aber was macht es? Es leuchtet nicht mehr. Welches? Hä? Das hat ein gelbes Licht geleuchtet. Da, unten. Da. Es leuchtet nicht mehr. Es ist beruhigend. Wie lange geht der Livestream? Bis er vorbei ist. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Was willst du haben? Die Maus, bitte. Nee, die kriegst du nicht. Warum? Ach so, natürlich kriegst du die Maus. Wobei, warte mal. Mach einfach mal selber hier. Ganz einfach. We are just making it by ourselves. Wobei, das Problem ist immer, wenn du die Maus nimmst, dass ich da nicht lenken kann. Ja. Also wir einigen uns drauf, du kriegst die Maus. Und ich benutze sie nur, wenn du nicht lenkst. Nein, du machst dann zum Beispiel so, du klickst da drauf, also du klickst auf das hier, dann machst du so und dann klickst du gleich wieder in mein Omsi-Fenster. Nein, das mach's doch lieber selber. Okay,
Okay. Machst du den Käse? Selber. Ja, Käse ist gut. Ja. Yeah. Hm, wir sollten eigentlich mal seriös werden jetzt gerade. Oh. Seriös? Warte. Ja, aber das Problem ist, das ist wieder. Nein, das. Das Problem ist, es ist gegen Anfang schon wieder voll. So unkoordiniert irgendwie. Weißt du, wir bekommen wieder nichts beiseite und. Irgendwie ist es wieder voll unseriös gerade. Da vorne verschwindet alles im Nichts. Habt ihr mal ewig keinen Chat schreiben, das finde ich gut. die Linie wird noch geheim bleiben. Das bleibt einfach mal geheim, ist doch cool, oder? Die Linie, wir fahren die Linie, die am Straßenrand verläuft, die weiße. Aber wir fahren nicht the line. Das ist wichtig, wir fahren nicht the line. Richtig. Auf welches Omni 2 Addon freue ich mich aktuell am meisten? Auf das NF6D Addon. Nee, das ist ein bisschen mit Ernst, nein. Was liegt auf dem flachen Land? Ist braun und riecht nach Karamell. Ein Diabetiker nach einem Blitzeinschlag. Gut. Ja, und gibt's keine Admin. Hat aber auch gar kein Motto. Nee, aber ein bestes Ende. Also ich freue mich jetzt auf Aachen, wenn ich ehrlich bin, weil wir fahren Mainz auch aus dem Grund, dass es zum gleichen Ersteller ist, weil ich mich einfach drauf freue auf das Addon und deswegen fahren wir heute Mainz, weil das eben dazu gehört. Na, ich fahre nicht gut. Vor allem, wenn ich nicht mehr auf den Chat gucken muss. Ja, das ist ja das Problem. Josh fährt gut. Aber Züge fahren Güter, das ist das Wichtige. Also Addon, Aachen eigentlich, oh, die Sonne kommt raus. Aachen nicht aktuell, was ist noch alles angekündigt? Rheinhausen, ja. Ja, kann man. Ja, habe ich mich beim Chocon schon mal drüber ausgelassen. Er ist mittelmäßig und. Der Josh hat neue Kopfhörer, ja, aber die sind schon etwas älter. Wie heißen die nochmal? Ich habe das wieder vergessen, wie die heißen. Ich hätte es dir sagen können, wenn du sie aufgehabt hättest. Also sie heißen DT 990 Pro. Ah, Pro, ja, das ist, das ist natürlich toll. Pro. Ja, das sowieso. Das bin ich sowieso. Nein, Quatsch. Wir wollen mal nicht arrogant und abgehoben werden, nur weil ich jetzt YouTuber bin. Seit neuestem. Ich bin erst seit neuestem YouTuber, wusstest du? Ich bin jetzt seit neuestem YouTuber und deswegen bin ich jetzt arrogant und abgehoben. Er hat neue alte Kopfhörer, richtig? Ja gut, die sind mittelneu. Sagen wir es mal so, die ist so seit... nicht so laut wissen. Die sind so ungefähr seit... 2 Monaten, ja ungefähr. Wie heißt denn die Firma davon? Ja, Biodynamics oder sowas. Irgendwie so. Wir sind jetzt irgendwie vor die Premium-YouTuber abgehoben im Kopfhörer. Aber dann, hallo. Es backt. Ja, das finde ich gut. Welche Linie fahren wir auf Mainz? Die lange. Ich kann es halt nicht im Innenraum anmachen, gell? Aber ein bisschen Licht. Josh, Bitch, wie ist es so in deiner Villa mit deinem ganzen YouTube-Money und deiner Privatsekretärin und allem? Naja, die kosten nur 138 Euro, wenn du die nicht bei Amazon Warehouse Dingens da kaufst, gebraucht. So, das ist nämlich das. Eine der geilsten Erfindungen dieser Welt ist ein Amazon Warehouse Deals. Und, genau. Das ist ja das Tolle. Da ist er wieder, mein Edeka Product Placement. Die habe ich aber nicht bei Edeka gekauft. Wirklich nicht. Also mal zur Abwechslung wirklich nicht. So Tageskarten gibt's heute nicht. Wenn ihr müsst auf Serbisch bestellen. So. Wenn ihr eure Fahrkarte hier nicht auf Serbisch bestellen, bekommt ihr keine. So. Bitch. Machen Sie das gleich in Google Translator und schreiben es dann so in Chat auf Serbisch. Bitch. Scheiße. Was habe ich von... dass Leute intelligent sind. London Addon. Ja, nee. Irgendwie nicht. Warte mal. Leute kennen Google nicht. Das ist ein sehr gutes, wohlgehütetes Geheimnis. Leute kennen Google nicht. Doch, die kennen Google. Die kennen Google immer dann, wenn du nicht willst, dass sie Google kennen. Immer dann, wenn du willst, dass sie Google kennen, dann denken sie sich, wir ärgern den Josh. Kaufen in Edeka auch Katzen ein, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin auf einmal eine halbe Stunde zu spät geworden. Bitch, genau. Bitch. Was, ich habe letztens meinem Bruder einen Witz über Süßgetränke erzählt. Fand er nicht lustig. Ja gut. Ja, Google-Besetzer besetzt immer sehr kreativ. Allerdings ist einer der einzigen Teile, die überhaupt Sätze übersetzen. Ich muss wirklich so sitzen, anders geht das nicht. Was Richter Angeklagte? Erst nahmen sie dem Kläger die Brieftasche weg, dann ohrfeigten sie ihn auch noch. Warum taten sie das? Weil die Brieftasche leer war. Also Lion Gamer 2 kann anscheinend Google benutzen. Somit gehört er zu einer ausgerotteten Spezies heutzutage. Spezies? Ja, Spezies. wenn wir schon beim Thema Getränkewitz sind, dann sind wir schon mal, bleiben wir bei Spezi. So, also die werden sich immer beklagen, dass ich zu spät bin, aber das ist mir egal. So. Nein, ich habe kein KI-Pack drin. Das ist auch eins der Addon, die ich mir nie holen werde. So, Alheim Launsburg bleibt geheim.
Ja, die mit 4 GB ist besser als die mit 2 GB. Aber da, wo ich war, war die noch irgendwie. Salut à tout. Ah, ich Französisch. Hallo an alle. Ja, das habe ich auch verstanden. Auch als Nicht-Franzose, okay? Hättest du auch das tu richtig gemacht, weil atute wäre dann, wenn die, glaube ich, weiblich werden oder sowas. Tutes wäre dann, glaube ich, für die weiblichen. Ach, das ist der Nordrhein-TV-Player. Ja, cool. Haben wir auch schon festgestellt. Google ist wer? Ja. Google ist der Typ, der im Internet alles beherrscht da. Genau, warte mal, da war ich gerade über das Fernbusser, aber da habe ich auch schon drüber geredet. So. Was, Fritz macht David einen Kaffee? Bleibt heiß Wasser übrig. Fritz sagt, was soll ich mit dem restlichen Wasser? Ja, mit dem Einfrieren ist nicht so lustig, nee. Erstmal lesen und dann vorlesen. Pons ist echt praktisch. Wir sollten die Kommentare erstmal lesen und dann vorlesen, weil Pons sonst... Pons ist super, Pons ist supi, supi, supi. Pons ist sogar auf Spanisch richtig supi. Sehr, sehr geil. Wie alt sind wir? Wir sind 19. Ich bin 12. Hallo, ich bin 12. Ich bin 12. Guten Appetit. Jetzt geht der Chat wieder kaputt. So. Funktioniert aber wieder, oder? Ja. Der Vater zur Tochter. Hol mir doch bitte eine Flasche Most aus dem Keller, du hast die jüngeren Beine. Die Tochter entgegnet, meinst du nicht, wir sollten zuerst die Alten aufbrauchen? Das ist berechtigt. Den finde ich sogar gut. Den finde ich sogar echt gut. Heißt es jetzt, du willst, dass die alten Leute selber in den Keller gehen, obwohl die Jungen viel schneller sind? War das jetzt das? Nein, aber ich fand den Gedankengang dahinter interessant. So, was haben wir noch eigentlich Schönes? Hier spricht Dr. Google. Ja, das ist natürlich schön. Google, weil wer ist Dr. Google? Oh ja, das kriege ich noch. So. Ah, puh, war gut, wenn du Volltreffen machst. Also Fantreffen gibt's nicht, weil Josh hat keine Fans. Es sind, wenn dann Abonnenten. Also Fans ist so ein bisschen wie Horn, der Horn. Ah! Ich glaube, ich habe keine Leute, die so schreien. Das wollen wir alle nicht, weil das so voll überheblich wäre und. Vielleicht irgendwann in ferner Zeit mal, ja. Echt? Ja, vielleicht irgendwann mal. Echt? Ja, mal ganz, ganz gediegen irgendwo sind. Echt? Ja. Echt? Ich habe Spaghetti um meinen Wecker gewickelt. Jetzt habe ich Essen rund um die Uhr. Nee, aber wirklich jetzt. Irgendwie, also das stand auch in der Umfrage da, die aus 3 Seiten besteht, die irgendwie so voll bedruckt sind, dass es echt... Ich sollte mich mehr ausfragen. Nein, ich will ihn nicht vorgelesen haben. Machen wir es später, wenn ich Zeit dazu habe. Genau. Da stand es auch in der Umfrage drin, dass ich da und da ein Abonnententreffen machen soll, da und da und hier und dort. Aber irgendwie das Problem ist, ich habe jetzt auch keinen Urlaub mehr. Nee, doch, das ist auch ein Problem. Aber ich weiß es nicht. Also irgendwie... Das letzte war cool, muss ich dazu sagen. Das letzte hat echt Spaß gemacht. Das erste und das einzige, von dem keiner mehr was weiß, weil das Video wahrscheinlich nie mehr existiert. Ja, aber trotzdem, ich wäre dafür, dass man nochmal irgendwann mal eins macht. Weil die Leute in Wiesbaden waren echt cool. Die waren cool. Was hat das Repaint, was ich euch funktioniert? Ich weiß nicht. Ich überlese Kommentare immer absichtlich, wenn ich was vergessen habe. Ach so. Ich muss das wie Til Schweiger nuffeln. Ja, ich überlege die Kommentare immer von denen, über die ich, wo ich was vergessen habe, weil ich nicht dazu gekommen bin. Also, was haben wir noch Schönes? Jugendfeuerwehr? Paul, du sollst aufpassen, wenn die Milch überkocht. Ja, habe ich ja. Es war genau 2:02. Nee. so bin ich hier noch richtig. Ich kann mir die Ansagen schalten, oder? Da. So, Ansagen. So, kommt doch mal rein hier. Was? Am Ende spielen wir noch Agario. Das haben wir schon gemacht. Nee, Agario nicht. Agario ist nicht ganz so cool, weil wir beide Agario gar nicht drauf haben. Haben wir Slitherio drauf? Nein, haben ja, wir nicht. Ja, ich war vorhin Platz 7, okay? Und bei Agario... Und dann wollte ich, dass du stirbst. Ja, wer ist wie verkehren sehr für die Zitarus, das stimmt. Bist du jetzt ja der Josch ist Tischweiger? Ja, vielleicht ist es auch gar nicht Josch, sondern Manuel Neuer. Nee, der ist gerade in Frankreich. Ach, der muss. Kann Manuel Neuer überhaupt Reden Französisch? Ich muss extra dazu sagen, Reden, weil sonst ist. Reden. Das ist noch eine 5-5-5 Abonnententreffen. Ja. Das erste und einzige. Nein, aber irgendwie. Stimmt, ich glaube, der war sogar dabei. Ich weiß nicht, wie die Leute in mir einen Nickname heißen. Der Lucky Tuki war auf jeden Fall dabei. Er ist einer der einigen der wenigen, die ich noch mit dem Namen kenne. Lucky Tuki und ich glaube. Der eine hieß... Nein, ich weiß nicht, wie die heißen. Nein, wir können nur falsche Sachen sagen. Das Problem ist immer,
peinliche Sachen, von denen du nicht weißt, ob sie so stimmen, wie du sie erzählst, ja, das sollte immer man überlesen. Nicht. Das sollte man lieber nicht. Immer überlesen. Auch Sachen im Chat, von denen du weißt, du hast gerade irgendwas vergessen oder du hast vor also dem Stream was vergessen vorzubereiten. Diejenigen, die dabei waren, die wissen auf jeden Fall, dass sie noch dabei waren, dass sie ein Foto haben. Und dann wissen sie auch, dass sie dabei einen unterschriebenen Bus von mir haben. Oh cool. Ja. Der von SW Verkehr gesponsert ist. Kaufen Sie jetzt kostenlose Bus bei SW Verkehr. Ja. Was esse ich eigentlich am liebsten? Boah, ich werde die Woche Döner essen. Döner ist echt lecker. Und er hat mir keinen mitgebracht, dieser Assi. Ja, du so, ja, schau, springst du mit dir mit. Nein, Spaß, Quatsch, natürlich nicht. Weil er gesagt hat, nein, habe ich gesagt, okay, Spaß. Ist der Bus voll laut, gell? Egal. Der Bus ist immer zu laut, egal. So. Ohne das E in Europa wäre es ganz schön alt. Uropa. Ja, wobei es auch ein bisschen Jung-Uropas gibt. So, komm mal rein, Dame hier. Das ist ja echt schlimm. Aber weiter hier. Kein Jufka. Nein, davor. Also, wenn ihr einen Dönerladen habt. Ich mag der, Jufka. Wenn ihr einen Dönerladen habt, der Dönerbrot selber backt. Es gibt nichts Geileres als Dönerläden, die nicht so fertiges Fladenbrot kaufen oder das dann so vier Teilen oder sowas, sondern mit selbst gebackenem Dönerbrot. Boah, es gibt nichts Geileres. Und wir haben die Woche nämlich so Tortillas selber gemacht. Also zumindest mal die Füllung und das Zeug dafür. Also so gefüllte, rollte Teile. Das ist quasi der Ersatz für einen Jufka. So. Ja, dann hast du auch quasi fast Jufka bekommen. Jo. Ich mag aber Jufka. Und ich wollte eins vom Dönermann. Hast du mir nicht ausdrücklich so gesagt? Doch, hab ich. Und dann hast du gesagt, nein. Der Klassiker. Könnt ihr mal meine Frage beantworten? So, ich habe den Kommentar jetzt gelesen. Du hättest jetzt die Möglichkeit gehabt, deine Frage beantwortet zu bekommen für den Fall, dass da jetzt die Frage gestanden wäre. Da steht aber, ihr habt meine Frage nicht beantwortet. Quelle heure il est 19 Uhr 18. Habe ich. So. Ich habe Geschmack. Ja, also nein. Also nein. Ich mag einfach Jufka, ja. Ich hab gedacht, er meint jetzt wegen mir. Puh, ist okay. Ist okay. Das hab ich hab gedacht, er meint so wegen gesagt, mir. Dass du toll bist, weißt du schon. Abgehobene Bitch. Alter, ist das laut! Ist das bei uns ein bisschen. Frag mal das, was ich fragen wollte. Was? Gut, du hast mich nicht verstanden. Nö. Ist der Bus eigentlich zu laut? Weiß ich nicht. Dabadan. So, ich wollte nämlich mal wissen von den Zuschauern, ob der Bus zu laut ist. Ich glaube nicht, dass der Bus zu laut ist. So, 150 Diner. Ja, wunderbar. Welche Linie wird gefahren? Das siehst du ja. Nein, nicht in Kalmbach, sondern in Neuenbürg. Arbeite ich im EDK. Jo, Ton passt, das ist beruhigend. Du fährst nicht rüber. Golfi, Rolfi? Hä? Weißt du was? So, ich kriege euch nämlich alle mit meinem NG hier. Bist du sogar ein NG312 oder sowas? Ich hatte vorhin bei meiner Fahrt voll tolle Auto-KIs. Die waren voll toll. Echt? Auf der Autobahn, der war toll. Und der ist einfach voll in die Seite gerast. Der Josh hat gemeint, ja, das ist voll der Pisser. Schau mal, du bist voll schön. Alles und wer, wo, was? Da. Haha, Dankeschön. Finde ich eher nicht so, aber doch. Dankeschön. Das wird schon stimmen. Ich weiß gar nicht, ob der Mod noch existiert. Der war mal von Morphe. Das ist mal so ein Morphe-Ding hier. Der 312 Soundmod. Oh, da, ich hab nicht gesehen, dass da rot war. Ich darf fahren. Ich darf das. So, heute ist ein bisschen schlimmes Wetter, gell? Berlin schreibt man vorne mit B, hinten mit H. Ja, das stimmt allerdings. In der Tat. Ja, Nein, ich habe keinen YouTube-Kanal. Notruf 112, die Feuerwehr. Also ich muss dazu sagen, ich war nie so wirklich der Freund von Feuerwehrspielen. Jetzt verstehe ich wahrscheinlich Zuschauer des Todes gerade. Nee, aber ich war noch nie so der Freund von Feuerwehrspielen. Also ich habe immer Bus gespielt. Wir haben es vor am Tisch sogar noch davon gehabt, dass ich schon seit meiner kleinsten Kindheit mich für Busse interessiere. Und seit ich noch nicht mal, also ich hatte noch nicht mal einen PC und habe irgendwie schon auf Papier irgendwie Bus gespielt. Auf jeden Fall, Bus ist irgendwie schon seit Ewigkeiten. Ja, 50 Euro bitte. Statt eine Bankverbindung hebe ich dir das ab. Nee, Quatsch. Ja. Was haben wir denn noch Tolles? Ihr seid die Besten. Danke für euer Video. Ach, cool. So ein Fragezeichen, das würde ich auch gerne beantworten. Für den Fall, dass ich es beantworten könnte. Es brennt im Bus. Ja, wahrscheinlich, weil Josch da drin sitzt. Es ist zu heiß. Ja, bin ich schon mal mit der RBS. Wahrscheinlich Verkehrsbetrieb, gell? Nein, bin ich auch nicht. Ja, wir sind ein paar. Und ich kann mich echt glücklich schätzen mit dem tollen nur, Mensch hier drin. Nur ein paar schreibt man in dem Fall groß, wenn es zwei sind. Wir sind so ein paar dahergelaufen. Das wäre dann klein. Aber wir dürfen durchfahren. So, kommt der Fernbus-Simulator.
Das hängt von TML ab. Nein, also ich denke mal, der meint, ob der bei mir kommt. Ja, Tatsache. Ich will raus und in dem Moment kommt der Haltewunsch. Ja, hast du verstanden, gell? Ne, also werde ich auf jeden Fall testen. Hundertprozentig. Und auch sie muss auf die Spur wahrscheinlich. Und ja, testen wir es auf jeden Fall. Schule mit Josh. Wir kriegen gleich eine Pizza. Ja, ganz bestimmt. Das Tolle ist, man kann übers Internet gar keine Pizza an unsere Adresse bestellen, weil ja keiner hinliefert. Ist wirklich so. Ist echt so. Echt? Ja. Habe ich schon mal probiert. Noch nach Wildbad irgendwie nicht so wirklich. It's a prank. Du musst hinter allem sagen, genau, it's a prank. Nein, ich habe keinen Kontakt zu TML Studios. Ich habe die E-Mail-Adresse davon, dann kann ich denen auch eine E-Mail schreiben. Habe ich auch Kontakt zu denen, wisst ihr? Ihr habt quasi auch gerade Kontakt zu mir. Das ist Hammer, gell? Wie findest du eigentlich den Volvo 9900? Ich mag den. Ich finde den cool. Ich habe neulich einen in Real Life gesehen, auf der Autobahn. Oder in Friedrichshafen, glaube ich. Was halte ich davon, dass du Bus fahren? Also, ich glaube, als er mir das gesagt hat, dachte ich mir so, okay, wenn es ihm Spaß macht. Also ich habe nichts dagegen, aber ich bin nicht der größte Omsi-Fan, sagen wir mal so. Ich finde manche Busse knuffig, ich finde manche Karten Sky richtig City cool White. Gemacht. Den mag ich voll, ich weiß gar nicht, was du hast. Schiff, hoi. Also so, wenn ich einen Lieblingsbus hätte, wäre es der Scania. Ich mag den Scania. Der ist so mit schön rund. Mit dem sind wir auch schon mal gefahren. Der ist so schön rund. So, nee, die Fahrkarten gibt's hier gar nicht. Habt ihr 150 Geld dabei? Dann ansonsten nicht. So, dann bist du anscheinend nach links. Hast du einen Publisher? Also, Publisher? Ich habe keinen Publisher. Ich publish meine Videos auf YouTube. Nein, ich habe, wenn er Kontakt zu Aerosoft und zu so halt und zu Astragon und sowas, aber ich habe keinen, für was brauche ich einen Publisher? Ich brauche keinen Freeware-Publisher für irgendwelche Sachen. Ja, das Capstock ist Shift die ganze Zeit. Tatsache, den kenne ich. Wie haben wir uns kennengelernt? Wir waren so in der Schule und wir haben zusammen in der Schule gesessen und haben uns gelangweilt und dann genau. Warst ja schon in Friedrichshafen. Ja, ich war dieses Wochenende von, im Nachhinein kann man es immer sagen. Also Sonntag, Montag, Dienstag waren wir in Friedrichshafen. Richtig. Tatsache. Also ich mag schon Omsi, aber ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, oh Omsi und ich muss immer Omsi fahren. Busse. So wie der Josh, der mag Omsi sehr, sehr arg, das wisst ihr ja. Und ich bin so einer, ja, dann fahre ich halt mal oder die Karte ist schön oder der Bus ist schön, aber so ein riesengroßer Omsi-Fan bin ich halt nicht. Nee, im Oktober arbeite ich nicht mehr. Da bin ich schon Uni, schwör. So, 15, haben wir nochmal passend gemacht. Genau, wir müssen ja noch kommen, dann irgendwann im August auf jeden Fall. Ja, Tübingen haben wir schon mal gehört. Wo die Motorrad-KI, die ist auch. Wieden, jetzt mal so schnell eine Frage beantworten. Ja, du fährst Scania Citywide. Was knackt da? Das hört man über des Todes wahrscheinlich. Tut mir leid. Das ist wahrscheinlich. Du machst das direkt am Mikrofon. Ja, ich bin ein wenig nervös. Du machst nervös. Das direkt am Mikrofon. Direkt. Das Geknacke bin ich. Ein Vlog? Nein, irgendwie nicht. Mann, die nicht auf die Straße laufen. Sag mal. Was, Chris? Opfer. Ach, das ist so schlecht, das ist so schlecht. Tja, die Pronia Hussa Songs. Ihr könnt euch die selber anhören, ich mache meine ETS-Playlist weiter. Der Stream geht besser vorbei, ist immer noch. Ich habe noch eine andere Frage gehabt. Hamburg in Real Life finde ich echt cool. Es ist, ich würde sogar sagen, meine Lieblingsstadt. Hamburg in Real cool. Real. Was, was geht denn im Real einkaufen? Nein. Ich bevorzuge eindeutig ZF, aber eindeutig, eindeutig, eindeutig. Wir waren sogar bei ZF, also in der Nähe von ZF. Wir sind vorbeigefahren. Und wir haben so einen Zeppelin gesehen. Ja, so einen ZF-Zeppelin. Der Josh ist nur halber Deutscher, der ist So hier auch da, wo die Map so ist, genau. Richtig, so ein halber davon. Deswegen finde ich die auch cool. So Block 29. So. Mit 14. Ach ja, Steh-Abo. Ja, nein. ZF, nein, nicht ZF. So. Ein Witz. Was? Ein Witz treffen sich. Zwei, einer kommt. Haha. Verstehe ich jetzt nicht. Der andere kommt gar nicht. Ach, weil der so schlecht ist oder was? Nein. Treffen sich zwei, aber der eine erscheint nicht. Was ist daran jetzt lustig? Ach, das ist so ein Badumts-Witz. Ich bin echt der Meinung, dass super dummes Witz echt lustig wird. Egal. Bist du real, Josh? Nein, ich bin Edeka. Ach Mann, ich bin zu nervös. Her damit. Den Kugelschreiber. Gibst mir jetzt den Kugelschreiber her. Dann muss ich mir irgendwas anderes nehmen. Ja. Nein, du knackst es mit nichts rum. Du kannst meine Hand nehmen oder so. Ja, bitte. Aber dann gibt's Beulen im Bus. Ist mir egal.
Manfred nicht um. Ja, okay, hat man gerade. Ach, guck, wir haben sogar 6 Disliker. Das finde ich cool. 6 Stück. Also so wahrscheinlich selten. So, am Gardasee haben auch ein ZF-Werk. Okay. Ja, du spielst Omsi und zwar. Manchmal noch oft. Gleich. So, wo es gibt das Brot ja bei Lidl eigentlich. Aber nur weil es so ist. Ne? Also bitte, bitte, wir machen es gerne für die Menschen, die sich es gerne antun. Welchen YouTuber guckst du am meisten? Gronkh. Nee, stimmt gar nicht, weil aktuell nichts. Nein, der spielt aktuell nichts, was ich gucke. Andi, Julian, Carsten, Schokoten. Ist wirklich so aktuell. Trotzdem, eigentlich. Gronkh ist. Mittlerweile finde ich den gar nicht mal so. Ja, aber der streamt zurzeit zu viele, macht zu wenig Let's Plays, die mich interessieren, finde ich. Aber das ist halt einfach so. Deswegen mache ich nur einmal im Monat Stream, weil ich mir eh nicht hinbekommen würde. Und dann ist es einfach so, ne? Bist ein typischer Void. Ja, gut, es gibt wirklich Leute, die das und das mögen. So, das ist wieder rot. Und ich bin noch 27 Minuten zu spät. 27 Minuten? Ja, ich kann das. Warum? Dadurch, der kann das Hub mal. Ich habe das gerade übertönt, dass du gehustet hast. So. Was haben wir noch? Wer kennt Jule, Billy, PSTV Gaming? Ja, den hat man auch schon mal gehabt. Den haben wir auch schon mal erwähnt. Den kennen wir. Philipp LP kennen wir alles. Ja, ja, kennen wir alles. Ja. Fernbus im Leiter kann man alles nachgoogeln, wann der kommt. Zumindest wahrscheinlich. Hier, in Kassel war ich noch nicht. Nein. Nein, du nimmst jetzt nichts anderes in die Hand. Ich brauche aber irgendwie. Ich nehme einfach Schnabi in die Hand. So. Oh, grün. Jo, Joshua Zitaro. Nein, das ist jetzt so gut so. Wir haben uns dafür entschieden, gell? Wir haben uns in... Eigentlich habe ich mich dafür entschieden. Du hast dich für den Scania entschieden. Also Scania-Beschwerden bitte an dich. Ja, ich weiß, aber ich mag ihn. Ne, ich finde ihn auch in Videos. Ist das echt cool. So, Leute grüßen. Nee, das Problem ist bei 180 Zuschauern. Ja, Leute, aber wir können ja sagen, hallo an alle Singles, ja, und an alle Paare. Ach, und so an alle Paare, die mal werden wollen. Und an alle Singles, die Singles sind. Und oder viele waren. Grüße an Julian. Okay, das war's gemeint. Ja. Du bist so unfair immer. Bloß weil der Julian noch nicht die Paste gefunden hat, okay? Mann. Ist der Julian... Ich habe mich schon mal gefragt. Das heißt doch immer, zu jedem Topf gibt's den passenden Deckel. Wer ist denn eigentlich in einer Beziehung der Topf und wer ist der Deckel? Bin ich der Topf oder bist du der Topf? Oh, da ist jemand durch dich zu ETS gekommen. Wie du meine Frage einfach gekonnt ignorierst. Schön. Ja, ich hatte das doch schon mal mit dir. Ich dachte, ja, aber die Leute haben das nicht gehört. Ich dachte, du redest mit den Zuschauern. Ja, wir müssen hier einen Dialog führen. Ja, du kannst aber auch ein Monolog führen, so wie immer. Nein, genau. Ich wollte eine Mischung aus Dia und Mono bilden. Ein Dimolog. Nein, ein Mondilog. Mondi. Ein Mondlog. Liest ihr? Natürlich lesen wir den Chat. Nein! Da kommen doch die ganzen Fragen her. Stimmt, der Julian muss doch lernen. Der hat doch bald Prüfungsphase. Ja, aber der dreht jetzt ja noch Videos. Tja. Tja, was haben wir noch Schönes? Nicht gekommen, nur erschienen, bitte. So, machen wir nochmal hier, dann mal den Chat nochmal neu starten. Vielleicht funktioniert es ja dann. Wer ist von uns beiden vernünftiger? Definiere vernünftig. Na, wie definiert ihr vernünftig? So von wegen beim Fahren oder sowas? Oder Fahrgastperspektive? Für ein paar Haltestellen geht das gut. Wenn ich weiß, wo ich hin muss, dann geht das gut. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss, dann geht das nicht gut. So geradeaus. So, wir sind immer noch 19 und ich war das letzte Mal in Serbien letztes Jahr. Von was wäre es gekommen? Nein, FIFA spiele ich nicht. Wirklich nicht. Also, ich habe einmal mit meinem Bruder FIFA gespielt und... Wenn es ein Spiel gibt, das aggressiv macht, dann ist es FIFA. Aber eindeutig. Wobei Project Cars, wenn ihr Josh manchmal übertrieben laut hören solltet bei Project Cars, liegt das daran, dass der Josh da manchmal aggressiv wird. Nein, ich finde das immer nur leicht suboptimal, was da so passiert. Was? Mama, wo kommen eigentlich die Tampons rein? Da, wo die Babys herkommen. War es in den Storch? Bin ich aber noch richtig? Irgendwie ist der cool. Bin ich noch richtig, wenn Leute eins da gehen, bin ich noch richtig. So. Was ist dann grün und sitzt auf dem Klo? Ein Kaktus. Was? Nee, weil was ist blond, stachelig und sitzt auf der Toilette? Eine Kaktusse, ja, lustig, egal. Machen wir mal weiter. Wer ist vernünftiger von uns beim Zocken? Also wer ist weniger aggressiv und so? Du. Liegt daran, dass ich nicht so viel zock.
denkst du, der Fernbus von Malta ist gut. Schau dir einfach mal, es ist gleich nicht einer mein Stream, einfach aus Prinzip. Aber ich sehe das eh nicht. Ich seh nur das, was jeder schreibt. Und es ist mir eigentlich, hey, du interessierst dich voll nicht für das, was deine Zuschauer machen. Ja, was willst du machen? So, machen wir mal noch ein bisschen hier, so ein bisschen da, so, ne? Damit man ein bisschen besser steht, weil sonst sieht man es nicht. Ne? Machst du über cool. Oldenburg ein Let's Play? Ich mache über die meisten Maps, wenn sie nicht atemberaubend scheiße sind. Oder was gibt's eigentlich noch, warum ich kein Let's Play davon mache? Mein kleiner gar nicht. Kaktus. Wenn ich keine Zeit habe, genau. Atemberaubend schlecht oder keine Zeit, dann kommt kein Let's Play. Aber eigentlich sind die meisten neuen Maps kommen doch eigentlich Videos von mir. Kennt ihr doch eigentlich so nach 312 um sie folgen. So, Hamburg Let's Player, Product Placement, juhu. Die Linie geht nicht. Ich habe gerade auf den Fahrplan geguckt. Habt ihr gesehen? Ihr habt da nicht gesehen. Schade, habt ihr verpasst. Hier. Der Bus rappelt aber echt laut. Und hat weiße oh, der ist böse. Nein. Ein Baumwollfeld? Ja, nee, wir lesen einfach keine Witze mehr vor. Ja. Wir lesen nur noch produktive Fragen. Du kannst ja mal ein paar Sachen, die ich da. Vor allem was Fragen sind oder sowas. Guck da einfach mal drauf. Vielleicht ist da irgendwas, was irgendwie interessant ist. Oh, EDK, das finde ich cool. So, welchen Straßenbahntyp mögt ihr? Die GT6 und GT8C? GT8 80C aus Karlsruhe. Das wollen ja auch mit hier. So, da war dann, hallo, mal schnell hier rein da und dann wunderbar. Oh. So, auf Fahrschein. Da, so. Bitte, 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 immer beide hier. Jo, keine Zeit. Wir haben ja keine Zeit, das stimmt, wir haben echt keine Zeit. So, NL263. Also, wenn ich ehrlich bin, nach Bussen gucke ich wesentlich seltener als nach, wie heißt das Ding? Maps, genau. Ist einfach aus Prinzip so und. Ja, ne, ich möchte enttäuschen, damit klarkommen. Ja, aber wenn so ein cooler Bus rauskommt, dann sehe ich das meistens. Die Leute lieben dich, mein Schatz. Es steht auf allen drei Blättern, steht, dass sie das der Arsch der Beste ist. Ich finde das voll toll, dass ihr den alle so mögt. Du sollst die Kommentare gucken, die ich angestrichen habe. Ja. Das sind die produktiven meistens. Die Folgenplanung finde ich eine super Idee. Ich freue mich auf den Livestream. Wer auch immer das war, hallo. Ja, die Umfrage ist nur so lange anonym, bis euer Name dazu schreibt. Oh. Was bitte mehr Videos mit Luisa, wenn es möglich ist? Siehst du, die mögen dich nämlich auch. Yeah. Ja, Hashtag so. Ich finde deine Videos super. Ich finde es traurig, wenn Cities in Motion versinken würde. Es ist ein tolles Spiel, aber der zweite Teil gefällt mir nicht so wie der erste. Willkommen im Club. Ich mag den ersten Teil auch wesentlich lieber. Ja, ne, ist halt, ja, das Umfrageergebnis, das werdet ihr einfach sehen, wenn die Videos dazu kommen. Ne, das ist so ziemlich meine Auflösung dazu. Du bist ein super Let's Player, hast eine tolle Art und einen guten Sinn für Humor. Ja, deswegen fand ich das lustig. Ich habe dich damals gefunden, weil ich wissen wollte, wie man für OMSI eine Hofdatei macht. Da dachte ich erst, was ist das denn für ein Typ? Aber dann habe ich dich doch... Nee, dann fand ich dich irgendwie doch gut und habe dich dann abonniert. Ach, cool. Ja, den Kommentar fand ich nämlich auch cool, deswegen habe ich ihn mit reingenommen. Deine Videos gehören fest zu meinem Tag. Es ist eine große Freude, dass es noch freundliche und höfliche Menschen gibt, die sinnvolle Videos ohne finanziellen Hintergrund erstellen und produzieren. Tatsache. Was ich mag, auch Dankeschön. Warum mögen die mich eigentlich? Weil du toll warum bist. Warum mögt ihr mich eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie ich weiß auch nicht, warum die mich mögen. So, okay, die 11 Leute mögen mich nicht. Wer hat meine Pizza gegessen? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich die von Apple, weil die wollten, dass du Apple, also mal, dass du Äpfel isst, weil Eisdende und so. Haha, lustig. Spiel mal mehr OMSI, Gruß James. Ach, James, der ist einfach cool, James. Ja, der hat es vor allem auch nicht in die Spalte geschrieben, wo stand, dass ich, also, da gab es eine Spalte, wo ich extra zugeschrieben habe, ihr sollt ja nicht reinschreiben, dass ich mehr OMSI spielen soll. Und hat das einfach in die Spalte drunter geschrieben. Cool. Ach, James. Der James ist cool. Ja. Können wir da Leute mitnehmen oder nicht so? Kommt's da ran oder nicht? No, Busstop, schade auch. Hier ist wirklich keine Bushaltestelle. So, überfordere dich nicht selbst mit deinen Videos. 3 bis 5 Videos am Tag sind schon fast zu viel. Ja. Ja, aber das Problem ist, ich habe das Bedürfnis, Sachen zu zeigen. Und dann fangen Andi oder Carsten an, neue Projekte ins Leben zu rufen. Dann denke ich mir, ich finde die eigentlich cool.
Und dann mache ich da halt mit, ne? Und dann ist es halt noch mehr zum Aufnehmen. Irgendwie kriege ich das schon hin. Wenn ich es mal nicht hinkriege, dann werdet ihr das schon sehen. Josh, deine Stimme hört sich an wie über 30. Ach, stimmt. Lili hat auch eine geschrieben, ich soll mal weniger Bass in mein Mikrofon machen. Das Interessante ist, ich habe nur ein Audio-Interface da stehen, also da unten. Das hat keine, also es ist kein, wie heißt das, kein Mischpult, also wo du so Höhen, Tiefen einstellen kannst. Und es, ich habe auch am PC keinen Equalizer, weil das in Echtzeit läuft. Also ich habe da kein nichts dazwischen. Es ist genauso, wie dieses Rode das aufnimmt, hört ihr das. Also jetzt ist das weiter weg. Deswegen hört sie das so komisch hallig. Der Josh hat immer so eine Bassstimme. Deswegen hört sie das auch den Fernseher ein bisschen so nächelnd an, so ein bisschen so ekelhaft irgendwie. Aber wenn ich nah am Mikrofon, was ich auch gerne mache, dann hört sich das eben so an, wie sie es anhört. Da ist kein Filter drüber, das ist einfach original so. Ne, ist einfach so. Also ich heiße Luisa mit A. A, 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 A. Und ohne O. Und ohne O, ja. Ich bin kein, na, a, wusch. Aha. Na, nee, Französisch. Nee, nichts Französisch. So, ich glaube, wir kommen auch gleich auf die andere Seite. Oh, das ist Bierwerbung. Ich finde deine Gesprächsthemen meist super. Trotzdem würde ich mir zum Beispiel in Omsi wünschen, dass du ein bisschen mehr über Neuerscheinungen und VIP-Projekte redest. Work in Progress, nichts VIP. Haben nämlich viele haben das nie verstanden. VIP ist nicht VIP, sondern das ist mir egal. Das ist, nein, ach, für die Leute, die es mal gehört haben. Heißt Work in Progress, heißt in Arbeit, heißt wird gerade noch gearbeitet und ist noch nicht veröffentlicht. Das sind VIP-Projekte. Hat nichts mit nur für einen bestimmten VIP-Kreis zu tun, sondern ist eben Work in Progress. Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Das, wenn jemand meinen Pulli klaut, kann er sich warm anziehen. Der ist gut. Und vor allem jetzt zur eigentlichen Beantwortung dieser Frage. Ich habe das in einem Winsenburg-Part, den ich vorgestern aufgenommen habe, der erstmal kommt mit der Zeit jetzt. Also erstmal kommt, was kommt jetzt gerade genau? Manley kommt. Und danach kommt eben diese Winsenburg-Aufnahme. Oh, ich habe voll gespoilert, ist schlimm, gell? Die wollen alle zu mir. Wie alle wollen, dass wir Abonnententreffen machen. So, und in dieser Winsenburg-Aufnahme rede ich so ein bisschen zum einen über, wie man Projekte, die noch in Arbeit sind, kritisieren darf oder halt auch nicht. Und da rede ich auch über ein paar Projekte, die gerade so anstehen. Ne? Habe ich das mal gemacht. Aber eigentlich, also wenn mich was wirklich, also meistens rede ich nur über solche Projekte. Wenn mich was entweder richtig ankotzt, dann rede ich ja drüber. Oder wenn ich was extrem geil finde, ich mich drüber freue. Aber ich rede vergleichsweise selten über Projekte. So, der Chat macht wieder Probleme, das ist schön. Chat, ich hab dich auch lieb. Was ist denn heute los hier? Nur, ob ich die neueste Version des von OBS habe oder was? Tja. Updaten ist nichts immer gut. Warum mögen die mich? Ich bin geschockt. Warum ist der Rand vom Käse schon wieder hart? Und warum ist der Hamster gestorben? Edeka, wir lieben Yoshi mit. Aber warum mögt ihr mich alle so? Ich weiß es gar nicht. Versuch mal die Spur zu halten. Ja, ich versuche nebenher den Chat zu lesen. Josh, erklär mal, was ein Readme ist. Ja, das ist was Interessantes. Der Name sagt eigentlich schon, es will gelesen werden. Das Problem ist, Leute lesen Readmes nicht gerne, weil Leute nicht gerne Readmes lesen, weil sie zu faul dazu sind. So, was hältst du vom C2? Der Kaffeehalter schräg ist. Gut, ich würde jetzt die Qualität eines Busses nicht daran festmachen, wie der Kaffeehalter gelegen ist und am ganzen Rest. Und so gesehen ist der C2 ein gut verarbeiteter und aktueller Linienbus, finde ich. Also so ziemlich eine der gescheitesten Sachen, die du dir aktuell anschaffen kannst. Das ist nicht mein Lieblingsbus, wie zum Beispiel der vom Yatak. Genau, was wollte ich denn sagen? Genau, also was man aber aktuell so kaufen kann, ist das schon ganz ordentlich. Es gibt natürlich noch ein paar gescheitere, ältere Modelle, das ist klar. Aber aktuell ist das so ziemlich... Hollala. Die Lightmap mag es nicht. Egal. So. Ja, wir wollen nochmal Kinder haben. Das ist gut. Irgendwann, ja. Ja. Und dann gehen wir gleich mal raus hier, weil hier ist echt heftig gerade. So, nehmen wir die Aufnahme. Mag es gerade irgendwie so nicht. Sondern bleiben wir hier mal stehen. Dann wechseln wir gleich mal hier in den Stuhl. Weil nämlich da sind... Ach du meine Güte. Oh nein. So, wir sind da. Zeleni Fnack. Da sind wir gerade. Was? Und du bist nackt? Nein, bist du nicht. Wir sind noch nicht nach. Wir sind noch nicht nach. Nies, 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 nies. Kennt euch jemand Nies, 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 nies? Nein. Die ETS schon kennen. Nies, 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 nies. Ist auch voll die coole Karte. Nee, voll die coole Stadt. So. Wir starten hier mal ein neues Spiel. Da fahren wir alle am Laurensbach. Und ich würde sagen. Bis gleich.
in der Zwischenzeit, wir müssen nämlich tauschen Plätze. Und dann ist immer das laute Mikrofon, heißt, wir müssen uns muten. Falls wir euch das nicht, versteht ihr, zumuten können. Ach du meine Güte. Der war auch vorhersehbar, gell? Ja, stimmt, jetzt kriegst du die Kopfhörer. Ich starte das einfach schon mal. Und genau, ja. Bis denn, bis dahin. Und ich mach mal ganz kurz Bild weg. Und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Bild und Ton vor allem auch. Jo, bis denn dann. Tschüss. So, 3, 2, 1 wieder da. Du musst ein bisschen ins Bild kommen. Ich könnte auch die Webcam einfach ein bisschen verschieben. Ist selber professionell, ne? So, wir sind auf jeden Fall wieder. Ich rede wahrscheinlich wieder zu laut. Da ist unser Bus, du darfst nicht Gas geben oder so. Ich mach grad gar nichts. Das macht er selber. Cool. Skyler, du bist toll. Fahr erstmal ein paar Meter. Warum hüpft der so? Fahr erstmal ein paar Meter. Du stehst auf dem Bordstein. Also nicht so, sondern. Du kannst doch nicht fahren. Du kannst doch nicht fahren. Du hast doch keinen Gang eingelegt. So, erstmal Bremse, Gang. Habe ich drin. Bremse. So, jetzt darfst du fahren. Endlich backt er nicht mehr. Jetzt bleib mal stehen. So, habe ich hier stehen bleiben. Bremsen, bremsen, bremsen. So, du kannst. Fahr schon mal zu den Leuten vor. Bist aber lieb, ne? Pipi-Pause kommt nach der Linie hier. So, fahr mal schon mal vor und dann kannst du schon mal. Dann können wir erstmal das alles einstellen, ne? Man sieht dich nicht. Egal, das mache ich einfach mal richtig. Nein, du. Ich bin ein kleiner Mensch. Nein. Das Problem ist nämlich, du musst sehr weit in meine Richtung sitzen. Warte, ich komme gleich zu dir. Nein. Dann sieht's zu schief vom Lenkrad. Ich habe das noch halbwegs kompensieren können, aber du machst so selten. Das ist sehr schlecht, dass das unter dem Mikrofon ist. Man hört die Maus dann sehr deutlich. Ach so. Ich gebe das kurz für dich ein. Aber ich kann das auch. Du sagst mir einfach, was ich eingeben muss. Machen wir es mal so. Wo stand das? Ach so, das stand da hinten. Aha. Also die PIN war 1805. Da. So. Was hat Optionen? 0820 1002. Route 2 war es. Wir haben vorher schon mal getestet. Ja. Wir sind voll die Cheater, ey. Ziel, Schnartenberg. Ey, Wackermannplatz, Schnartenberg, Wackermannplatz, Wackermannplatz. Bitte warten. Das wollen sie einsteigen. Ich würde dir empfehlen, noch die vordere Tür zu öffnen, aber ist ja egal. So. Schönen guten Tag. Du hast noch ein paar Minuten Zeit. 22. Machen wir mal auf 20. Warten wir noch eine Minute. Komm, wir warten eine Minute. Kann man ein bisschen was vorlesen oder so? Wie alt sind wir? Wir sind 19. Wir sind voll alt. Wir sind voll die alten Menschen. Oh ja, damals. Wir können wirklich noch von damals erzählen. So von bisschen damals. Als die Kinder noch nicht vor dem Computer saßen und Höhlen haben wir heute haben. Gehabt. Haben wir heute gehabt. Damals als... Das hat man wieder vorher gehört. Damals als... Egal, jetzt habe ich keine Lust mehr drüber zu reden. Damals als die Kinder noch Höhlen gebaut haben. Josh ja, damals, als Josh schon eine Zahnspange hat. Wie du einfach losfährst. Richtig pendelt. Einfach losfahren, weißt du? Einfach losfahren. Okay. Ja, fahr halt. Ich wollte noch das Standlicht anmachen. Das sieht nämlich ein bisschen heller aus, ne? Ja, helles Köpfchen, ne? Ist ja schön. Damals haben die Kinder noch Höhlen gebaut, oder Josh? Yep. Ja. Ist wirklich so. Aber jetzt habe ich keine Lust, über das Thema zu reden. Ich fahre nachher auch nochmal, ja. Nee, ich habe jetzt keine Lust mehr dazu. Dann halt nicht, bitch. Nee, dafür hörst du jetzt meine Stimme und ich nicht. So. Wo meine Bus herkriegt, Google ist dein Freund. Ist wirklich so. Einfach googeln. So, das ist die böse Kreuzung, wo du vorher wogegen gefahren bist. Dank meiner Hilfe. Du bist nämlich dank meiner Hilfe wogegen gefahren. Ja, ich habe mich zweimal verfahren wegen Josh und einmal bin ich wogegen gefahren. So, du darfst dich jetzt dafür rechtfertigen, warum wir ein RVL Repaint auf Alheim-Laurensbach fahren. Da darfst du dich jetzt dafür rechtfertigen. Ich fand's schön.
Ich fand's schön. Das stimmt, das Red Band ist schön. Das ist noch aus meiner 300er Folge. Das ist noch ein Überbleibsel davon. Ich gebe sehr zärtlich Gas, weil wir zu früh sind. Das ist so ein. So. Genau. Jetzt erleben wir gleich noch nicht. Du musst immer so lenken, dass du es auch siehst. Jetzt, genau. So, jetzt erleben wir gleich die automatische Feststellbremse des Scania City Ride. Des Todes auf Doom. Das ist schön. Nein, den Bus gibt es nicht in Solo, also noch nicht. Aber zärtlich Gas geben ist vor allem auch gut für die Fahrgäste, die wir hinten im Bus haben, weil die sonst leicht pisst sind. Bei den Outtakes? Ach so, diese Outtakes. Ja, da haben wir einen Film gedreht. Da gibt es sogar einen Film dazu. Der wurde irgendwie ein bisschen früher hochgeladen. So ein bisschen früher. So ein Tag davor oder so. Da haben wir so einen Film gedreht, ja, in der Schule. Ich finde es eigentlich ganz lustig, deswegen wollte ich das mit euch teilen. Fand nicht alle lustig, weil es auch themenfremd war. Also, der generelle Pöbel an Leuten mag nicht themenfremden Content. Und das ist das Problem, wenn man sowas dann auf YouTube hochlädt. Ne, aber ist ja egal. Ich hatte 8 Jahre eine lockere und 2 Jahre eine feste Zahnspange. Ich hatte leider schon, ne? Oh, hier muss ich ja halten. Ja, nur da. Achso, wenn jemand aussteigen. Dann will halt jemand aussteigen, ganz nichts machen. So, Unfallcounter 0. Die haben es verstanden. Ist das nicht toll? Ja. Ja. Wunderbar. Welcher Minion gefällt uns eigentlich am besten? Ich mag alle drei. Und ich habe mal von einer Freundin von mir gehört, dass ich so klein bin wie ein Minion. Und das ist irgendwie ein bisschen traurig, aber hey, okay. Warum denn? Weil sie gemeint hat, alles, was kleiner ist als 1,65, ist ein Minion. Aber ich finde es interessant, dass Leute irgendwie, dass Leute, die klein sind, mit einem Problem haben. Also ich verstehe das nicht als relativ großer Mensch. Das verstehe ich nicht. Wie bekommst du eine Posi-Karte? Hast du dich jetzt ernsthaft absichtlich verschrieben oder guckst du Videobeschreibung? Ne, ich habe eigentlich beschrieben. Ich kann es nochmal erzählen für alle, die das wollen. Ich habe leider keine Posi-Karte zur Hand. Oh, ich darf abbiegen. Ja. Cool. Er findet Kevin am coolsten. Bekomme ich dein Lenkrad? Nein. Wenn du mir ein anderes kaufst, dann gerne. Ansonsten nein. Also so eine Posi-Karte bekommt man, wie gesagt, wenn man was spendet und dann eben somit die Briefmarke finanziert. Oder wenn man mir einfach eine Post mit einer Briefmarke schickt. Das sind so eigentlich die Standardmethoden, ne? Einfach eine. Du guckst sehr konzentriert. Hallo. Ja, ich gucke immer sehr konzentriert beim Busfahren, aber. Es ist aber auch richtig so, wenn ich ehrlich bin. Nein, ich sollte eigentlich total juhu und toll. Echt? Und, ja, ich sollte ich sein. Gehe ich denn zur Games? So wie der Josh. Zu Gamescom? Nein, weil ich keinen Urlaub habe. So. Ich habe auch keinen Urlaub genommen, also nichts gegen Edeka. Ich habe einfach keinen Urlaub genommen. Deswegen habe ich auch keinen Urlaub. So, dafür habe ich diese Woche auch noch Urlaub gehabt. So, genau, kostet 1000 Euro Sammlerwert. So, da vorne musst du linke Spur oder sehr weit links fahren. Nächste Haltestelle. Wir fahren links. Kaplanstraße. Ja, ganz gute Idee. So, genau. Radeaus jetzt. Nicht so rechts, gell? Nee, wir sind vorher falsch gefahren. Lieblingslied habe ich, ich sag keins. Nö. Wenn der Josh Bock hat zu singen, dann singt er irgendeins. Was hat das jetzt mit Singen zu tun? Nein, manchmal, wenn man ein Lieblingslied hat, singt man das immer vor sich her, weißt du. Cool. Ich glaube, da musst du halten. Ich vermute auch. Nee, da musst du nicht halten. Rote Ampel. Musst du nicht halten. An einer roten Ampel muss man halten. Wo schreibe ich Fanpost hin? omsidobel.de/impressum, da ich ein Beispiel mal nachgucken kann. So. Gabelpunkt. Welcher Punkt ist das denn? Immer gucken. Alles gut. Ich habe nur geguckt, ob ich so da halten das muss. War so. Ja, da so, passt noch ein so, Panzer durch. So. Nein. Doch. Nein. Natürlich. Bitch, hab dich nicht so. Die Welt ist klein und wir sind groß. Du musst jetzt den nächsten Teil davon singen. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Wir finden alles und gehen K.O. Echt? Ja, okay. Wir fahren. Das weg, hat jemand vorgeschlagen, los, dass wir das. Die Welt klein und wir sind groß. So. Was haben wir denn noch Schönes? Gabelpunkt natürlich. Der sich im Messer kreuzt, wo du Pizza schneidest. Okay. Jo, boah, ich sehe voll schäbig aus gerade. Aber es ist egal. Du siehst voll toll aus, mein Schatz. Sehr gut, hast du sehr gut gemacht. Kriegst du Keks für. Ah. Ich habe sogar, boah, Edeka-Cookies. Kannst du mal die, entweder Edeka-Cookies oder die, genau. Ich habe nämlich schon ein paar Mal drüber erzählt, die Edeka-Cookies, das sind super geil. Die schmecken voll lecker. Hey, der Chat ist wieder kaputt. Jo. Kriegen wir bestimmt hin. So. Was haben wir noch? Wir durften mal in der Schule um die 2 spielen. Wir haben nur mal meine Videos angeguckt im PC-Raum. Ja. Zieh dich doch eben um, Josh. Und wir haben,
im Physikraum meine Videos geguckt. Ganz schlimm. So. Ich bin so alt wie der Josh. Ich habe Lidl-Kekse. Da ist bestimmt einer rechts neben dir. Deswegen fahre ich ja links. Nein. Bist du nicht. Doch. Du musst natürlich eine Spur weiter rechts. Wer da keiner war, wie du halt voll den Lack gehabt hast. Ja, ist doch voll geil. Boah, Pizza mit der Gabel, das stimmt, das geht eigentlich nicht. Tja, bei uns sollen ab 1.1.17 LE-Doppeldeckerbus und VDL rumfahren. Ja, eine Runde Mitleid für euch. Die CTRs sind schon schlimm genug. Weil ich habe in einem anderen Video mal drüber geredet, dass wir jetzt noch neuere, noch schlimmere Busse bekommen. Jetzt glaube ich auch die Winzenburg-Aufnahme. Boah, ich spoiler gerade voll schon. Ist das eigentlich schlimm? Nee, eigentlich macht bei den Zuschauern nur Lust auf die Videos. Spoiler. Spoiler, genau. Spoiler. Wie in ETS, da kaufen wir jetzt auch einen Spoiler für meinen Truck. Deponia-Spiel mit Deponia bin ich durch. Du kannst mir die Busspur sparen. Nein, ich spare sie mir nicht. Und fahr halt über die Busspur. Puh, mach das halt. Dann fahr halt in der schön gestalteten Umgebung rechts vorbei. Wo hatte ich einen Unfall? Da, wo ich dir gesagt habe, du sollst nicht rüberziehen. Oder es ist jemand den Nachläufer geraucht. Das ist normal. Wie kam es dazu, dass wir die Videos in der Schule angeschaut haben? Langeweile, also wir haben die kollektiv angeguckt, nicht so alleine, sondern kollektiv aus Langeweile im Physikunterricht, dem Lehrer war auch langweilig und im PC-Raum meiner Freistunde, weil die wissen wollten, was diese für Scheiße produzieren. Was wir am Ende des Streams machen, schlafen gehen. Wer schaut morgen EM? Schaust du EM, Josh? Die Frage ist, ob ich so eine EM-Schauer? Nein, ich freue mich eigentlich, dass man legitim Bier auf der Couch trinken darf. Und dabei Chips fressen. Da musst du nicht halten. Hab ich deswegen eigentlich. Das ist der Grund, warum ich eben schon nein Quatsch. Ja, Deutschland mal ganz gerne. Also es gab mal Zeiten, also so die ein oder andere WM eben habe ich sehr streng verfolgt. Aber ich habe zum Beispiel auch gestern Abend haben wir auch aufgenommen, Project Cars zum Beispiel beim Eröffnungsspiel. Und ich habe das Frankreich-Spiel geguckt. Lese bitte nachher die Umfrage vor. Wenn du möchtest, dass ich wirklich drei so bedruckte Seiten neben dem Chat her noch vorlese, dann gerne, ansonsten nein. Achso, ich darf ja eh noch nicht losfahren, weil ich rot hab, gell? Ja, eigentlich. Du kannst aber auch die andere Grünphase nehmen. Ist allerdings ein bisschen blöd, weil die dir dann reinfahren. Nein. Ich möchte lieber keinen. Ich habe übrigens beim Durchlesen auch einen Kommentar eben von JPM gefunden. Wann kommt Bausimulator? Wir haben erstmal ein anderes Projekt, was wir zusammen spielen. Also wir im. Also wenn, dann kommt das mal im Multiplayer, aufs Fahren. Und wir haben gerade aktuell was Neues. Genau. Ich schwöre. Ja, ich habe Abitur, wie man da sieht. Das ist schon von letztem Jahr. Ich habe mich nur vergessen umzuziehen. Ja, du warst viel zu weit rechts. Viel zu weit rechts. Aber viel zu weit rechts. So, davon ist wieder ein KI-Fehler. Aber da kann ich nicht vorbeifahren. Doch, du wirst vorbeifahren. Es geht nicht. Ist mir egal, fahr vorbei. Doch, das geht nicht. Fahr darum. Das ist eine Einbahnstraße. Das ist eine Einbahnstraße. Nicht fahren. Das ist eine Einbahnstraße. Nicht fahren, nicht fahren. Zack, jetzt gibt's einen Unfall. Jo. Ja, jetzt gibt's einen Unfall. Weil er mir reingerauscht ist. Ja, nee, du bist drüber gefahren. Bin ich nicht? Du bist drüber gefahren. Ich bin ein Stück rüber gerollt und dann stehen geblieben. Eins. Okay, eins. 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 Ihr könnt auch gerne 0 in, nur 0 in den Chat schreiben, wenn ihr in der. Wir machen eine demokratische Abstimmung, genau. Ich bin dafür, dass ich nicht viel Schuld genau. habe. Genau, es ist nie gut, wenn du zu weit rechts bist. Der hat's erkannt. Ja, aber ich war, wenn dann zu weit links. Boah, ich wollte nochmal über dieses AfD-Typ-Interview sprechen, aber das habe ich in der Omsi-Folge schon, glaube ich, heute. Ich glaube, das ist genug. Ich wollte auch gerne nochmal zitieren, wenn ich mal die Zeit dazu habe, auf mein Handy zu gucken, weil ich mir das nämlich auch mal hier nochmal visuell abgenommen habe, aber ist ja egal. So. Also ein paar schreiben 1 und ein paar schreiben 0. Da steht niemand. Ich fahre weiter. So, kann ich die Umfrage zum Schluss vorlesen? Nein. Also ich lese nur die paar Kommentare vor, die ich mir angestrichen habe. Weil die waren eigentlich mehr so für mich als Feedback und Achtung, du bist ein bisschen zu weit rechts. Und weniger als ich lese das alles vor, weil das eh viel zu viel ist. Und der eine macht dann erstmal eine Binärzahl draus. 1111110000, genau. Josh ist ja wie ein Fahrschullehrer. Nee, der wäre nicht so piss und hat nicht gesagt, ey, du warst zu weit drüben oder so. Der hätte versucht, das irgendwie so zu erklären, dass es. Warum fahren die jetzt? Fahren die endlich? Die fahren schon. Die fahren nicht und die Ampel ist grün. Strawpoll-Umfrage, ja, aber das war nur so eine ganz kurze. Nur so eine kleine Meinung, kleines Meinungsbild. So. Da mag einer keine Iveco Crossways, genau. Ja, genau.
Brief schicken an omsi-dobel.de/impressum, da steht eine Adresse. Kennt ihr, jo. Hier muss ich gleich rein, gell? Genau. Da, wo die Sokolle noch stehen. Nee, da vorne. Da, wo das H ist. Aber guck, dass du zu dem H kommst. Ja, wenn der Kollege fährt, dann fahre ich auch. Ja, das hat nur noch rot. Das ist halt ein bisschen blöd. Ach, egal, so lange warte ich noch. Ich will jetzt keinen Unfall haben. Ja, das hat eine ganz lange Binärzahl. Wer die jetzt ganz auf die Schnelle hier irgendwie in den Dezimal kriegt, der kriegt einen Keks. Also der, der sie nicht bei Google eingibt. Egal. Schaff ich. Ja. So, nicht 3, 2, 1, das baut ein Bus. Nein. Das war heute auch so. Also ist alles schief gegangen. Was hat schief gehen können? Ist der Eis denn die einzige, die sie zwar nicht mag? Nee, kannst du mit den Schokoten zusammenschließen. Ich glaube, die wollen nicht mit. Schauen wir mal. Ist mir egal. Ja, fahr einfach weiter. Die haben dich nicht verdient. Die haben dich einfach nicht verdient. Weil habe ich so schön versucht zu parken. So, das musst du wieder sehr links fahren, damit du nachher rechts raus kannst. Ganz, ganz links lenken. Ganz links, ganz links, komplett links lenken. So ist es gerade rot geworden. Jo. So, bleib ich bis denn und ich bin mal so lieb und blende dir das Altmenü aus. So, jetzt kannst du wieder von der Bremse weg. Wunderbar. Ja. Josh, wie heißt du wirklich? Josh. Er heißt Joshua. Was? Sag einfach, dass Josh schuld ist. Nein, wenn Josh nicht schuld ist, ist Josh nicht schuld. Josh ist aber schuld. Nein, der ist nicht schuld. Doch. Du kannst mir die Schuld gerne in die Schuhe schieben. Ich habe gerade keine an, von dem ist mir das egal. True. Mhm. Ja. Ich kriege grün. Ja, nur jetzt hast du da jemanden, der da ist. Nee, da nicht gucken. Es ist egal. Fahr mal, bevor wieder rot wird. Klappt doch. Nee, alles. Du nimmst jetzt rechts was mit. Nein. Doch. Nein. Doch. Warum sieht das nach? Okay, du nimmst nichts mit. Gut, dann ist das in Ordnung. Ja, Fanpost immer noch gucken bei omsi-dobel.de im Impressum zum dritten Mal. Siehst du, ich nehme nichts mit. Siehst du, vertrau mir halt mal. Nein, ich reg mich gerade darüber auf, dass ich zum dritten Mal den gleichen Kommentar beantworte. Sollte man das? Nein, einfach nicht beantworten. Mich ist einfach mal ruhig. Das darfst du gerne kommentieren, wenn du gerade fährst. Kriegst du noch hin? Ja klar, locker. Das darfst du gerne kommentieren, finde ich. Was darf ich kommentieren? Ja, das Let's Play. Warum darf ich das Let's Play kommentieren? Das ist überhaupt kein Let's Play, das ist ein Stream. Ich glaube, es steht sogar... Und oh nein, hier habe ich vorhin einen Unfall gekriegt, weil Omsi gebackt hat. Ich mag backen. Ich mag Kuchen. Okay, 3, 2, 1. Nein. Unfall? Muss ich hier nicht halten? Genau, Josh ist immer schuld. Recht geben. Muss ich hier nicht halten? Nein, hier musst du... Ist das Kettlerstraße? Ja, hier ist das Kettlerstraße. Da kommt, glaube ich, sogar angelaufen. Mist. Mach dir mal auf. Wieso ist so eh gerade rot? Jetzt ist grün. Nee, das. Die schaffen es eh nicht alle drüber. Schauen wir schon mal nach vorne. Die schaffen es eh nicht alle drüber. Okay. Steigt der ein? Ja, der steigt ein. Tatsache. Steigen die da vorne auch ein, wenn ich hinfahre? Nö. Die stehen da und wollen woanders hin. So. Gut, dann. Genau, eigentlich bin ich mal für ein paar. Jetzt mal stehen. Ja. Wum. So. Ja, Busfahrergruß sowieso, das machen wir ja eigentlich auch. Busfahrergruß ist das nicht der. Ja, einfach hallo. Machen die LKW-Fahrer auch, die Motorradfahrer. So, hintere Türen sind noch offen, wie du am Display siehst. How you can see on the display, there are some doors which are not too. Kann man die alte Kasse, die ohne Morpheus Soundmod da war, behalten? Fahr mal los. Ist gleich wieder rot. Ich fahr. Warum wir dich nicht, die jetzt bestimmt alle voll angepisst sind, weil du. Ist mir egal, ich sehe. Zeit verpasst hast. So, jetzt ist Alan Laurensbach. Steht auch im Thumbnail drin. GTA Online. Haben wir uns auch noch was gedacht, aber sollen wir auch nicht sagen. Busfahrer. Das ist. Sagen wir mal, jo. Das wäre so, wenn das nichts wird, von dem ich gerade denke, dass das wird, was ich will, dann ist das so mein, ach komm, dann werde ich halt Busfahrer, weil ich mich komplett damit anfreunden könnte und ja, ist halt so. Also so als, wenn alles nichts wird, dann mache ich eben das. So, wie lange streamen wir, bis wir fertig sind? Was backt Internet imaginäre Kuchen? Tatsache. Was, Frau am Steuer, das wird teuer. Eher gut. Warum denn? Hat einer geschreibt. Wenn das toll für die Fahrgäste wird, dann ist das eigentlich in Ordnung. Dann bekommen wir voll viel Geld. Stimmt.
imaginär. Haha, wegen Magie. Nicht lustig, nicht lustig. Gut. Also, der Stream geht nicht mehr, das ist interessant. Fährst du mal die 2.9 noch Bad Kinzow? Bin ich doch gerade erst. Hallo. Bin ich gerade erst. Bin doch gerade erst. Deutschlandspiel. Wahrscheinlich die erste Halbzeit oder so. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht. Montag habe ich, glaube ich, Frühschicht. Also wahrscheinlich nur ein Teil. So, was haben wir denn Schönes? Hast du Montag Frühschicht? Ich dachte, du hast Montag Spätschicht. Ich weiß es nicht. Montag Spätschicht. Montag Spätschicht und dann kann ich trotzdem lange mehr. Ja, ich muss mich am Montag nach Hause fahren, dann kann man echt das Deutschlandspiel spielen. Ja, eben. Ja? Was ist die häufige Frage, wenn du im Edeka arbeitest? Hätte ich das Obst wiegen müssen? Herr Reimer. Hätte ich das Obst wiegen müssen? Ich hab gedacht, sie wiege das an der Kasse. Das ist so der Klassiker. Aber es gibt Edekas, die das an der Kasse wiegen. Ja, stimmt halt. Ist mir egal, bei uns ist das nicht so. Es geht nach der Zeit und nicht nach dem Druckpunkt vom Ding. Ja. Ich finde Fußball nicht so spannend. Ja, nicht immer. Ja. Grüße aus Spanien. Oh, ja, da gab es gutes Brot bei Lidl. So, was haben wir noch Schönes? Auch von der Lange kommen. Ach, viel zu früh. Viel zu früh eingelenkt. Viel zu früh eingelenkt. Du hast Gelenkbus. Ja, wunderbar. Optimal. Was haben wir denn noch alles nicht vorgelesen? Die häufigste von dir gestellte Frage sind wahrscheinlich: Sammeln Sie Treuepunkte? Sammeln Sie Treuepunkte? Das dürfte sein. Zumindest mal aktuell, wo Sie fahren wir ja auf die rechte Spur. Ich guck erstmal, ob ich rechts fahren darf. Ja, aber. So. Ja, wahrscheinlich sammeln sie Treuepunkte und das war's eigentlich. Oder wollen sie die Treuepunkte mitnehmen oder sowas in der Art? Fährst du ja VBK oder AVG? Wenn dann AVG, weil das. Ich wohne ja nicht in Karlsruhe. Stehe ich arg schief? Ist egal. Haben sie eine Deutschlandkarte? Ja, das habe ich mir aber schon nicht komplett abgewöhnt, aber das ist eine der Sachen. Du kannst die Leute nicht fragen, ob sie Treuepunkte mitnehmen wollen, ob sie eine Deutschlandkarte sammeln, ob sie die Rabattcoupons mitnehmen wollen. Wenn du das jeden Kunden fragst, dann kriegst du einen Vogel. Die kritische Stimme von dir, wenn ich einen Fehler mache. Ja, ein bisschen. Ist grün. Ist grün! Ja, ist ja gut. Ja, also der Josh, der nimmt mich da etwas. Der ist da immer ein bisschen sehr. Jo. Ja, streng mit mir, ja. Aber ist ja auch richtig so. Ich meine, wenn ich einen Mist zusammenfahre, dann. Was haben wir denn noch, Josh? Du hast einen kleinen Penis. Hast du den Kommentar geschrieben? Zu spät sind sie mal wieder. Es kann doch nicht wahr sein. Immer ja, ist ja gut. Wir sind gleich wieder für sie da. Ich bin einfach nicht drauf eingegangen. Es ist in Ordnung. Achso, das mit dem kleinen Penis. Also, ich habe nicht daran teilgenommen. Das könnt ihr mir sogar glauben, dass ich nicht daran teilgenommen habe. Aber wenn ich daran teilgenommen hätte, hätte ich es geschrieben, einfach um Josh zu ärgern. So geht die mit mir um. So, jetzt habt ihr das in Bild und in Farbe und auf YouTube. Was eigentlich egal ist. So ist noch grün. Schaffen wir immer noch. Okay, schaffen wir noch. Ja, so schön. Achten bis zu weit rechts. Das habe ich wegen der Kurve gemacht. Wegen der Kurve. Die Tiefkühlpizza, die musst du auch wiegen, genau. Du musst alles wiegen bei uns. Du musst einfach alles wiegen bei uns. Einfach weil, ist so. Aber da lobt dich jemand. Du fährst gut. Du fährst sogar richtig gut. Für eine Frau? Nö, das steht da nicht. Sogar mit 3 Ausrufezeichen. Mit 4. Und ohne 1,11 oder sowas. Kirschgrün. Genau, die grünen Kirschen musst du auch wiegen. Wisst ihr Bescheid. Was haben wir denn noch? So. Ist irgendwas, über was ich reden will heute? Ich weiß es gar nicht. Einfach weiterfahren, vielleicht sind wir nachher nicht mehr zu spät. Ich war heute schon mal zu früh bei meiner Proberunde, obwohl wir... Boah, das Thema mit den, mit der Altersbeschränkung bei GTA, das hat man schon so oft gehabt. Also, ich erzähle das einfach nur mal für alle, die es hören wollen. Diese YouTube, also das Gesetz, geradeaus, das Gesetz besagt, dass du, wenn vorhanden, einen wirksamen Schutz, also einen wirksamen, also dass du die Kinder, Leute, aber dass eine wirksame Altersbeschränkung nicht umgangen werden darf oder dass eine wirksame Altersbeschränkung irgendwie, also dass die eingerichtet werden muss, falls das irgendwie, falls es dem Betreiber möglich ist, muss eine wirksame. Das Interessante ist nämlich das Wirksame, das ist nämlich das Adjektiv, was das, ernsthaft? Der fährt auch schon weg. Gut. Wirksam ist das Adjektiv, was nämlich das aushebelt, dass du bei YouTube diese Altersbeschränkung kannst durchfahren. Nee, das will jemand aussteigen. Da geht jemand raus. Was nämlich dazu führt, weil die YouTube-Altersbeschränkung nämlich nicht wirksam ist. Du kannst dich einfach anmelden und ein Alter reinschreiben, was du willst. Diese Altersbeschränkung ist nicht wirksam. Wirksam wäre zum Beispiel zur Verfügung stellen. Ja, gut.
zur Verfügung stellen zwischen 22 und 6 Uhr morgens oder sowas. Das ist zum Beispiel eine wirksame Altersbeschränkung. Sowas in der Art. Nur dadurch, dass YouTube keine wirksame hier Altersbeschränkung anbietet, ist das egal. Ja. Hätte ich bei Eleanor zum Beispiel auch machen müssen. Ist aber nicht so. Oh, ich bin vorsichtig nett und ein toller Busfahrer. Ah, oh, ist das ja süß. Nein, grüßen wir keine Leute. Okay, ich hätte gucken sollen. Ja. Und Fall Counter 2, ich weiß. Immer gucken. Ja. Lohnt es sich, weil das auf S4 zu kaufen? Weiß ich nicht. Also ich habe es in die Hälfte reduziert bekommen, dann vielleicht, ja, Vollpreis, weiß ich nicht. Fairbus-Simulator kommt, haben wir schon mal gehabt. Wir fahren über den Ikea, Tatsache, und ja, mir auch nicht. Da musst du da kannst du durchfahren. Wo muss ich denn lang geradeaus? Ja. Also muss da halten, wo der Bus auch hält. Kriegen wir noch hin. Darf ich wissen, wieso Jaja nur noch auf YouTube streamt? Ja, überleg dir mal. Nenn mir einen Vorteil von Twitch. Nenn mir nur einen einzigen Vorteil von Twitch. Nur einen. Und ich nenne dir 10 auf YouTube zu streamen. So. Das ist der Grund. Also, für die, die es nicht verstanden haben, es hat eigentlich nur Vorteile, auf YouTube zu streamen, weil Twitch einfach, nicht so toll ist, ne? Ist einfach so. Also, YouTube ist einfach nicht so sinnvoll, ne? Es ist einfach so. Ich fahre viel besser als manche andere Frauen. Danke für das Kompliment, das werde ich mal echt als Kompliment. So. Ich glaube, es kommt auf deinen Spur sogar langsamer. Du musst trotzdem mit in den anderen Bus. Das ist halt das, Dank, das Traurige. Das, was womit du es noch nicht so hast, ist es mit dem Bremsen. Das stimmt. Den darf ich doch überholen. War da nicht was? Den darf ich da an der Stelle überholen, weil ich der Express bin. Ja. Ja. Dann lass einfach an der nächsten Haltestelle raus. Ist egal. Ich kann die auch jetzt rauslassen gleich. Twitch läuft nicht mit gedrosselter O2-DSL-Leitung in flüssiger Qualität. Ganz bestimmt nicht. Nee, halt, fahr hier durch, weil ich muss ja nicht halten. Du bist ein Expressbus. Guck, so ist ein Spiegel. Okay. Das ist gelogen. Twitch läuft nie im Leben gut und vor allem nicht mit einer langsamen Internetleitung. Das ist ein sehr großes Gerücht. Was? Ich muss nach rechts. Ach, der Trend Omsi TV hat auch noch vorbeigeschaut. Das finde ich cool. Ist Trend Omsi TV? Ja, der wollte eigentlich aufnehmen. Vielleicht hat er auch schon aufgenommen oder wird noch aufnehmen, ach, weiß süß. Ich nicht. So, die Zeitschriften müssen übrigens auch wiegen. Was für Zeitschriften? Die werden nach Gewicht verkauft. Was für Zeitschriften? Zum Beispiel unser Edeka-Prospekt. Mhm. Zum Beispiel, ja. Oder die Bild, gell, Josh? Erklär doch mal, um was es geht, was wir hier machen. Wir fahren Bus und kommentieren das. Wie Twitch kann laufen. Nee, leider nicht. Twitch läuft nicht so gut. Also Twitch ist noch sehr, Twitch läuft nicht so gut, ne? Das ist noch sehr jung, ja. Wenn es was geht, was ich nie, schrägstrich ungerne, schrägstrich, nur zur Belustigung schaue, dann sind das Streams von Gladbeck-Vorstellungen. Genau, Twitch läuft mit 50K-Leitung immer noch saulaggy. Das ist nämlich das Problem, weil es ist so. Genau, YouTube läuft einfach um Welten besser, um Welten, besser. Du kannst die Quali einstellen, du hast direkte Zuschauer in der Aktion, du hast viel mehr Leute, die du hier erreichst, weil du die einfach direkt hier auf YouTube hast. Ich meine, ihr habt mich ja über YouTube abonniert und dadurch... Ihr habt mich auf YouTube abonniert und dadurch habt ihr mich auf YouTube abonniert. Deswegen seid ihr hier, hier auf YouTube und nicht auf Twitch, weil ihr hier seid. So, genau. Genau. Boah, jetzt fangen wir dich an zu nerven, wie den, da musst du nicht halten. Jetzt fangen wir dich an zu nerven, wie den Attack auch. Luisa, fahr mal schneller, im Bus ist es zu warm. Ich fahr gleich schneller, wenn ich auf der Autobahn bin. Oder mach mal die Dachluken auf, es ist zu dunkel oder sowas. Voll sinnlos ist einfach mal. So. Oder fahr mal langsamer, mein linker Arm ist eingeschlafen oder sowas. Einfach so voll mittelmäßige. Hast du den Zeug der Backverstand, kann ich mir nicht ansehen? Ja, irgendwie nicht so wirklich. Kannst du schnell, musst du halten, genau. Und da vorne geradeaus und dann ist ich glaube ich auch nicht mal allzu weit. Nö, wir müssen nur noch über die Autobahn. Das stimmt. Hör, bist aber ein Bus. Bin ich eine Minute zu spät. Aber es geht. Eine Minute geht. Hey, warum ist eigentlich der Stream jetzt so delayed? Warum antwortet für den Omsi TV jetzt auf den Kommentar, den ich von der Weile gebracht habe? Warte mal.
Halt, warte mal. Ich greife einmal über dich drüber. Ja. Oh Gott. Ich bin nämlich, will mal kurz gucken, ob ich nicht vergessen habe, was Wichtiges auszuschalten. Eine der sinnloseren Funktionen auf YouTube, nämlich dieses Zurückspul-Feature. Dieses DRM, womit du 4 Stunden zurückspulen kannst. Ach, da gut. Bin ich kein Fan von. Okay, man kann das nicht bei mir. Gut, das wollte ich eigentlich wissen. Weil dann sind die Zuschauer, nein, es laggt ganz bestimmt nicht. Mach das Licht an, ich höre nichts. Genau, sowas. Die können das nämlich besser als ich. Die können diese Anspielung besser als ich. Ich erhalten muss? Nein, kann es nicht. Da steht nämlich nur eine Linie an der Haltestelle. Gott. Auch wenn die Dame mit will, das ist egal. Magst du Nike-Schuhe? Ich mag alle Schuhe, egal ob sie von Nike sind oder nicht. Ich mag H&M-Schuhe, auch wenn sie aufgehen, unten an der Sohle. Ja. Freue ich mich auf den Fernbus-Simulator? Irgendwie ja, aber... Ja, aber nein. Nee, doch, ich freue mich drauf, das mal selber testen zu dürfen. Ich freue mich, weil die Grafik echt gut aussieht, aber es gibt Sachen, die mich stören. Das habe ich auch schon so ein paar Mal gesagt, ne? Und dann hieß es, hey, aber du hast dich noch gar nicht getestet, aber man sieht das sowas von eindeutig. Vor allem, wenn man auf Kommentare schreibt und die Antworten dazu dann auch noch da reinkriegt. Warum solltest du nicht so viel Ahnung von OMSI haben? Ach so, weil du Gladbeck ganz annehmbar findest. Ja, gut, das kann sein. Es ist alles Geschmackssache, das ist es halt. Ich muss mal kurz den Chat nochmal neu machen. Du wirst in der Zeit nicht lenken können. Das war knapp. Passt noch ein Panzer durch, würde der Andi sagen. Großer an Andi. Achso, und das an JPM. Achso, okay. Hier muss ich. Gladbeck ist jetzt richtig schön. Gut, das ist Ansichtssache. Ich bin nicht der Meinung. Guten Tag, meine Dame. Sie wollen kein Fahrschein, wollen die jetzt alle keinen Fahrschein? Achte mal auf den Blinker. Warum? Gabi 22? Nein, erzähl mal, ich weiß nicht, was da los ist. Ist das nicht eine, die Repaints fürs OMSI-Forum erstellt? So eine, die so ganz alte, weiß ich nicht, so ältere Repaints für alte Busse oder sowas. Hallöchen. Erzähl einfach mal so. Hallöchen erstmal, und was ist Lieblingsbus, Lieblingsstrecke? Also, Lieblingsstrecke zur Zeit einem Laurensbach und Lieblingsbus eigentlich O507, wenn ich es sagen müsste. Nee, hier kannst du durch. Über die Brücke. Tja. Über die Brücke. Über 7 Brücken musst du gehen. Ich fahre jetzt OMSI und gucke Luisa gleich nicht mehr zu. Was? Wow. Luisa, was ist deine Lieblingsmap? Ich habe keine richtige. Also gut, ich habe noch nicht viele Maps gesehen, aber ich finde Alheim-Laurensbach ist richtig schön gemacht. Ich finde es da echt schön. Und genau. So, jetzt kommen wir nämlich zu In der Hoffnung Ikea. Da hat der Inder immer Hoffnung, dass er was Günstiges abbekommt. Interessante Frage. Wenn ich den Bus-Simulator doch so schön finde, warum mache ich da noch Displays davon? Ich finde das Spiel, sagen wir so, trashig. Und trashige Spiele zu spielen hat auch so seinen Sinn. Also, das Spiel pisst mich in dem Moment an, in dem es abbricht. Also, in dem es sagt, du hast einen Menschen angefahren, du musst jetzt aufhören. Dann nervt mich das Spiel. Wenn ich aber einfach nur die Trash-Haftigkeit so spüren kann, dann finde ich das lustig. Und das Interessante ist, das habe ich, glaube ich, ja schon mal erzählt, es sind viele Leute durch den Bus-Simulator auf meinen Kanal gekommen. Und ja, ich glaube, die wollen das halt auch wirklich sehen. Wenn es ein paar Leute sehen wollen. Gut, Einzelfist bin ich bei mir trotzdem nicht gespielt, aber ist okay. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen will. Magst du lieber Solo oder Gelenkbusse? Ich hatte bisher schon ein paar Solo und Gelenkbusse erst 2 oder so, aber ich mag den Scania Citywide, den ich gerade fahre. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich finde den voll cool. Also ich weiß nicht, was der Josh damit hat. Ich finde ihn richtig toll. Genau. Ich muss mal in der Pause lüften, hier ist voll warm. Ja, mir ist auch voll warm. Boah. Egal. Ich habe schon ein Video zu meinem PC gemacht. Müsst ihr mal gucken. Ich glaube, 3000 Abo-Special oder sowas. Was? 3000 Abo-Special? Ja, Equipment-Vorstellung, Room-Tour oder sowas. Müsst ihr mal schauen. Ja, genau. Da steht der PC und jo, voll toll, ne? Ja. Was haben wir noch? Da muss genau die erste auf die 575. Nächster Halt. Ach, Maiswinkel, du fährst jetzt erstmal eine Weile. So, das noch. Rutsch. Ja, das sehe ich schon. Jo. Da ist eine Ampel. Nein! Okay, 3000 Abo-Special, das stimmt anscheinend. Das ist beruhigend. So. Genau, jetzt musst du heizen, weil du auf der Autobahn fährst. Jetzt heiz ich auch voll. Achtung, die rechte Spur fahren auch noch Autos in deine Richtung.
Jo, Hastings haben wir auf der Autobahn. Warte mal. Jo, welchen Busmöglichkeit haben wir gerade schon gehabt? Ja, ich habe schon ein Video dazu gemacht. Gewerk mit dem Skyline Mercedes ist besser. Du sollst deinen Blinker 8, wobei du musst gleich links rausfahren. Ich das muss gleich links rausfahren, stimmt. Das ist schon in Ordnung. Das muss wirklich so. Warte mal. Ja, ist egal, fahr jetzt mal raus, ne? Guck ich, was mich da gerade beunruhigt hat. Oh ne. Ich hab gerade, du bist gerade Warnblinker drin oder sowas, aber ist ja egal. So. Maiswinkel und dann sind wir auch bald da. Ich bin gerade ganz froh über die Pause irgendwie, weil. Echt? Ich fühle mich gerade so ein bisschen leer, wenn ich ehrlich bin. Du bist ja gut, du Armer bist ja auch ein bisschen aktiver gewesen heute als ich. Das Problem labern, vor allem mit dieser Lautstärke, das also wenn ich das Mikrofon vor mir habe, ist das wesentlich angenehmer. Als wenn es so weit weg ist. Echt. Weil ich das Gefühl habe, das ist so weit weg, ich muss schreien. Oder vorne ist ein ALX. Genau. Ein ALX. Ein ALX. Heißt der so. ALX, weil er so viel ALX getrunken hat? Ja. Apropos trinken, weil ich möchte die Flasche nicht hier zu nah dran aufmachen, sonst wird das so laut. So spritzig. Ich habe das Lidl-Wasser mal nicht in die Kamera gehalten. Ja. YouTube nimmt Streams immer, genau, zu der Sache. Wird YouTube das Stream auch auf Nummer 4 gestellt? Ja. Ich nehme den allerdings immer gerne selber auf, weil ich habe einen Upload von 5000. Heißt, das Stream läuft auf 3850 kb, müsst ihr wissen. Genau. Und deswegen mache ich das so. Ich zeichne den in Premium-Qualität auf und lade dann in Premium-Qualität hoch. Yo. Wollte ich immer gesagt haben. So YouTubers live eigentlich nicht. Nein, habe ich nicht geplant. Geht ja online machen, wie gesagt, da kommt mal ein Zwinker-Smiley dahinter. Lieber unsere Schulzeit, voll chillig mir zu dem, was man jetzt danach immer hat. Ja. Genießt eure Schulzeit. Ist so. Ist echt so. Überhol den Bus. Ne, der Bus, der fährt eh gleich. Der fährt eh gleich rechts raus, glaube ich. Nee, der fährt gerade aus. Der fährt gerade weiter. Es sei denn, es ist ja nicht direkt der ALX. In welchem Land sind wir? Wir sind in diesem mysteriösen Land. Ich liebe Deutschland. Was? Ey, voll Nazi, ey. Ich glaube, er hat es nicht verstanden. Oh. Er hat es nicht verstanden. Wer? Er mit dem Video, mit dem PC. Er hat es nicht verstanden. Du hast gesagt, ich soll es nicht mehr kommentieren, gell? Ja. Beim dritten Mal so kommentiere ich es nicht mehr. Das ist wie bei dreimal darfst du rufen an Dingens. Genau, beim Kellner, Zahlen. Genau. Und wenn er dann nicht da ist, dann hat er selber ein Problem und darf so gehen. Ah, gut, neutralen TV-Platz auch verstanden. Wiederhol's am besten nochmal und nochmal. Ja. Planet Coast. Achso, warte mal. Die Umfrage ist ja egal. So, Benz oder Setra. Linienbus Benz, Reisebus Setra. So rum. Wobei das sehr ähnlich, weil die Fahrzeuge sich sehr stark ähneln, weil ja die. Wie heißen diese Teile? So dieses Fahrwerk und das Ganze kommt ja aus demselben Werk. Also von dem her sind die Unterschiede gar nicht allzu groß. Ja. Ich glaube, da musst du halten, gell? Ja, aber da sind Menschen? Nein, sind keine Menschen. Wenn dann Autos. Oh. Es ist heiß im Bus, weil Luisa da ist. Oh, ist das knapp. Also, wie gerade alles rot leuchtet auf dem Dashboard. Luisa, seid ihr gerade pünktlich? Ja, wir sind pünktlich, aber das ist ein kleines Plus. Das bedeutet, dass wir weniger als plus minus eine Minute haben. Hammer, oder? So, Internet backt wieder Kuchen, das ist auch super. Ja, Baukastenprinzip, so ein Mist. Was haben wir noch? Vorne über dem Bü. Ah, der Büb und der Bü. Der Büb hat den Bü gesichert. Auch wenn hier ein automatischer Büb den Bü sichert. Hier an der Stelle Grüße an den Hermi. Warum? Der Büb hat den Bü gesichert. Ach so, wegen dem, du kannst es aber besser als ich. Aber eigentlich müssen wir Größe an den Julian ausrichten, weil der Julian ja über den Bip und den Büse lustig findet. Der ja, hat ja aber auch der mein. Mami, der kann das besser als ich sagen. Schiff. Oh, stehen bleiben. Jetzt kannst du vom Gas, vom Bremse. Oh, alter Latz. Der Julian fand es auch mit dem Süpp und dem Sü lustig, aber. Der Süpp hat den Sü gesichert. Ja, der und Schiffsübergang. Der, da, wie ist der Süpp und der Südingen? Genau! Wie wir es gerade im Moment ausgedrückt. Der fand auch den Süpp lustig. Ich fand den nicht lustig. Aber der Attack fand den lustig. Ne? So. Der heißt nicht Attack. Natürlich heißt der ja Attack. Nein. Doch. Nein. J-Game Pictures oder was willst du haben? Wie der halt plus 30.000 steht? Es steht 0.
Schau mal, jetzt steht 0. Aber da stand gerade plus 30.000. Du fährst besser als der Player mit P. Das wage ich anzuzweifeln. Das weiß ich gar nicht. Der fährt nämlich sehr gut. Wir haben uns alte Videos von ihm angeguckt. Ich muss sagen, da ist er voll cool drauf. Sagt nichts über den Fahrstil aus. Sagt nichts über den Fahrstil aus. Ist mir egal. Jo. Ich finde den Sip auch witzig. Ich nicht. Was fahrt ihr nach der Linie? Wir fahren erstmal Pause, schwör. Ich hab jetzt echt. Boah, ich brauch jetzt echt eine Pause. Heftig. Der braucht Pause, schwör. Ja, Aachen haben wir auch schon kurz thematisiert. Das hört man. Vor allem da unten. Männer muss es nach rechts heben. Ja. Fahrt mal da vorne. Fahrt hier mal los. Genau. So. Den Kommentar von Eisdanny verstehe ich gerade nicht. Was ist das Ziel des Spiels? An der Endhaltestelle anzukommen, ohne Sachen kaputt zu fahren. Wieso ist der Link von Andy Mr. Metal Fan 2000? Das ist eine gute Frage. Meines auch IAIA 11, der von Yatag ist J Game Pictures. Ist halt so, ne? Der heißt nicht Yatag. Mir egal. Oder gerade auch, wenn ihr andere YouTuber anschaut, also Garderol zum Beispiel hat auch voll den lustigen Namen. Den kann man halt nicht ändern. Das ist ja das Interessante. Den Kanal-Link, den legst du an. Meistens ohne dem Hintergedanken, meinen YouTube-Kanal zu eröffnen. Morgen, Mirko. Das sind aber Andis Namen, die darfst du nicht benutzen. Ich frage einfach den Andi jetzt gerade nochmal. Also, lieber Andi, wenn du die Stream-Aufzeichnung siehst. Der hat keine Zeit. Wir haben ja keine Zeit. Lieber Andi, wenn du sie trotzdem siehst. Darf ich auch deine Namen benutzen, die du verwendest für deine Menschen? Weil mir fallen keine ein, ich bin zu kreativ los. Oma Erna ist ja bestimmt auch böse. Oma Erna ist auch von Andi. Oh, da schaut mal einmal im Statut und verpasst die Hälfte vom Stream. Ja, passiert. Kann man nichts machen. Tut mir leid, das war ich. Was wir heute noch fahren, es gibt sowas Schönes, was sich Thumbnail nennt. Und Titel, da kann man das lesen. Ich meine, das sieht man doch eigentlich, oder? Sieht ja, man das? Sieht man. Da ist so ein Titel und da ist so ein Thumbnail. Das Thumbnail finde ich sogar schön mal zu Alpen. Das ist echt ganz gelungen heute Morgen. Das ist sogar wirklich heute Morgen. Ich glaube, wir sind ja echt da. Den Teil habe ich nämlich nie mehr gesehen. Schnartenberg. Wo ist ja mal Schnabi hin? Da ist Schnabi. Da ist Schnabi. So, wegen Schnartenberg. Gucken wir mal Schnabi dahin. Wir bringen Schnabi nach Schnartenberg. So, Schnabi setzt sich mal dahin. So. Und Schnabi guckt so voll traurig. Lieber Schnabi, Schnabi hier. Jo, Schnabi. Der fühlt sich bestimmt gerade voll benachteiligt. Ne, warum ist das ein Schnartenberg? Da darf Schnabi aussteigen. Schnabi dürfte sogar kostenlos mitfahren. Kollege, ich will hier auch Pam. Hin. Pam. Pam. Nee, nicht mal. Doch, jetzt Pam. Schumacher, ja? Jetzt hast du Pam. Besser aber hinten dran stehen bleiben. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich habe nicht schlecht über Garderobe geredet. Ich habe nur gesagt, dass sein Kanalname lustig ist. Genauso wie bei Andi. Das ist, ich habe kein schlechtes Wort gesagt. So, wir sind da. Wir sind da. Ne, wir machen mal Pause, ne? Warte mal, ich brauche... Oh, ich brauche echt eine Pause. Puh. Ich brauche eine Pause. So, Pause. Ja. Ich brauche eine Pause. Jetzt werden wir ein bisschen Musik laufen hier und dann, ne, machen wir mal. Jo. Machen wir ein bisschen Musik hier. So, machen wir das hier mal auf. Und, oh, es ist auf 0%. Ich glaube, das war immer so auf 30, 40. Ne? Dann machen wir noch ein paar rein hier. Und dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen Pause hier. Und genau, dann sehen wir uns aber nach der Pause wieder. Die Zeit hält ein bisschen ein. Wir haben jetzt 20.23 Uhr. Dann machen wir das einmal auf 40. Ist ein bisschen arg lang. 35. 20 Uhr 39. So, das mit der Pause, das war noch drin von letztem Mal. So, auf jeden Fall mal tschüss, dass ihr doch gleich was alles läuft. Und dann würde ich sagen, lasst euch mal alleine hier. Habt noch viel Spaß und wir sehen uns dann einfach gleich bald wieder. Bis dann. Tschüssi.